Okay, laut Lynx, Vipers Manias tödlicher Besitzer. Eben jener Mann, der Kids Schwester ermordete, Riddles Vater hintergangen und die akasischen Dragoner ausgelöscht hat. Willkommen zurück, Kid. Ich sehe, dass du unersättlich wie je und je den Köder geschluckt hast. Was? Fragt Kid plötzlich zögerlich, während sie einen Schritt zurückweicht. Lynx starrt mit seinem erschreckenden, durchdringenden Blick auf Kid herunter. Schau, Kid, ich habe dich wegen des Steins, den du bei dir trägst, hierher kommen lassen. Welcher Stein? Sicher erinnerst du dich an den Stein, den du zuvor langer Zeit von deiner Schwester erhalten hast. Das unbezahlbare Andenken, das du immer inne bei dir trägst, selbe jetzt. Der Chronoträger. Der Chronokross sollte Search den Chronoträger haben, jetzt auf einmal Kid dienen? Woher weißt du davon? Kid Big wird wieder finsterer. Egal. Wir sind wegen der gefrorenen Flamme hier. Du bist erledigt, du Bastard. Ach ja? Stoß ruhig deine kleinen Drogen aus. Aber denk daran, egal wie oft du glaubtest, gewonnen zu haben, habe ich immer großzügig demonstriert, dass du einem eben ernsthaften Irrtum aufgesessen warst. Und damit zieht Lynx einen persönlichen goldenen Säbel. Letztes Mal habe ich darauf verzichtet, mich deine zu entledigen und dich mit einem erbärmlichen kleinen Leben davon zu bekommen lassen. Diesmal jedoch werde ich nicht so großzügig sein. Bosskampf? Kid, warte mal, lieber Safe State. Kid weicht einen weiteren Schritt zurück und funkelt Lynx an, während er sich uns nähert. Lynx, du Mörder, ich werde dir niemals vergeben, was du Luca angetan hast. Jetzt kam's raus. Chrono Trigger und das hat eine Verbindung. Es wird hier und jetzt enden. Und damit springt Kid wuterfüllt in die Luft und versucht einen Tritt zwischen Lynx und Augen zu platzieren. Jedoch weicht er, gerade als ihn erreicht, geschickt aus. Kid steht da und fragt sich, wie sie ihn verfehlen konnte. Neben ihr lacht Lynx, um sie zu provozieren. Nach einem Hochspringen führt Kid einen heftigen Tritt aus. Abgesehen davon, dass er Lynx Nasenspitze streift, durchschneidet ihr Tritt nichts als Luft. Als Gegenangriff schwingt Lynx einen versäglichen scharfen goldenen Silber durch die Luft. Aber Kid ist bereits zurückgesprungen. Die beiden stehen sich nur wenige Schritte voneinander entfernt gegenüber. Wenn du nur etwas schneller gewesen wärst, Kid, meint Lynx lächelnd. Auf einmal zieht sich eine rote Linie über Kids Gesicht. Kid? Nachdem sie das Blut abgewischt hat, stürzt sich Kid wütend blitzschnell durch die Luft auf Lynx. Nachdem er mühelos ausgewichen ist, stößt Lynx ihr, sobald sie gelandet ist, einen Silber in den Rücken. Kid krümmt sich vor Schmerz und Bang der ängstlichen Maße. Irgendwie auf den Füßen bleibend, stolpert sie zurück und bereitet sich darauf vor, erneut anzugreifen. Du dumme kleine Göre. Lynx rammt Kid seinen Ellbogen gegen die Schulter und schleudert sie damit zu Boden. Ich fühle ihre Fall in einer Magengrube, als ich sehe, wie von ihren Lippen Blut zu tropfen beginnt. Was ist los, kleines Mädchen? Ein weiteres Mal versucht Kid auf Lynx loszugehen, aber er versetzt ihr einfach einen Tritt, womit er sie auf einen Schutthaufen zurückschleudert. Dann blickt Lynx nach oben, richtet seine Aufmerksamkeit auf die Decke. Als ich herumblicke, sehe ich, dass einiges aus der steinernen Höhlendecke gelöst haben und auf Kid niederstürzen. Kid! Ich rufe nach ihr, während ich beginne, auf sie zuzustammen. Jedoch sehe ich kaum, dass ich losgelaufen bin, dass Magie bereits dort ist. Er ist durch die Schatten gegangen, um zu inzwischen Lynx und Kid zu werfen. Ohne das zu sagen, schießt Lynx einen Faden aus, weißen Licht aus seinen Fingerspitzen ab. Das fadenartige Material umschlingt Magie und schnürt seine Beine zusammen. Er fällt mit einem Schlag zu Boden. In einem blendenden Leuchten schießen unzählige Fäden aus Lynx Fingerspitzen hervor. Sie machen Magie komplett bewegungsunfähig und lassen nur seinen Kopf sichtbar machen. Wie fühlt sich das an, Schattenwandler? Fühlst du bereits, wie mein Netz dir die Lebensenergie entzieht? Fragt Lynx unheilvoll lächelnd. Oh. Kid, Magie, was soll ich tun? Ich hasse ihn lieber zu Magie. Magie, bist du in Ordnung? Mach dir um mich keine Sorgen. Verdammt! Hinter mir stürmt Kid vor Schmerzen auf. Geh, Search. Du vergisst, was wichtig ist. Magies Augen blicken geradeweg über meine Schulter. Wiederhol nicht den Fehler, den ich begangen habe. Beschützt Kid. Mit den Schweiß und die Tränen vom Gesicht wischen, erhebe ich mich auf meine Füße. Auf Kids Seite begeben. Kid. Sie blickt zu mir rüber. Blut tropft aus ihrem Mund. Und sie bewegt sich nun. Was soll das für ein Schwachen? Schwachen.
Please, bist du in Ordnung? Abgesehen davon, dass sie vor Schmerzen zuckt, liegt sie voll und völlig regungslos da. Serge, es ist okay, Kid. Ich bin für dich da. Wie rührend. Allerdings glaube ich, dass du dir mehr Sorgen um dein eigenes Wohlergehen machen solltest, junger Mann. Wieso muss genau jetzt ein Flugzeug draußen fliegen? Ein eisiger Schauder jagt meinen Rückgrat hinunter, als ich die bösartige Stimme hinter mir höre. Stehe auf und drehe mich um. Nun zu dir, wer auch immer du sein magst. Mir zu Beginn wird ziemlich aussichtslos, wie du sicher gesehen hast, und dann packt links blitzschnell am Hals. Er wirkt mich mit seinen langen, ekelhaften Fingern. Boah! Dann beginnt er mich am Hals hochzuheben. Und luftdringend hänge ich schmerzerfüllt da und bin nicht in der Lage, mich aus seinem kräftigen Griff zu befreien. Schau, Kid! Schau dir an, wie dein erbärmlicher kleiner Gefährte beleidet. Du kannst das alles beenden, wenn du willst. Mit von ihren Lippen tropfendem Blut öffnet Kid eines ihrer Augen. Qualvoll keuchend und hustend hebt sie ihren Kopf zu uns hoch. Sie will immer noch aufstehen. Sie ist viel zu schwach verletzt. Sie ist viel zu schwer verletzt. Serge! Rück den Chronotrigger raus, Kid. Du weißt, es ist zwar nicht, aber dieser Stein ist in Wirklichkeit ein winziges, komprimiertes Universum. Wenn er mit der gefrorenen Flamme kombiniert wird, gelangt er die Macht, Raum und Zeit zu verändern, erlaubt es seinem Besitzer, die Geschichte umzugestalten. Das alles könnte nie passiert sein, indem du es dir einfach nur wünschst. Nachdem er dies gesagt hat, blinzelt mich ausdruckslos an. Was ist mit dir, junger Mann? Weißt du vielleicht, wo der Chronotrigger ist? Fragt er, wobei er seinen Griff verstärkt. Serge? Was willst du tun, Kid? Kannst du es zulassen, dass dieser kleine Junge stirbt, weil du ihm nicht hilfst? Wie wird es sich anfühlen, sein Blut an den Händen kleben zu haben? Als Links Griff immer fester wird, bemerke ich, dass ich beginne, ohnmächtig zu werden. Links Gesicht verschwimmt. Plötzlich bringt Kids Stimme wieder zu Besinnung. Es tut mir leid, Serge. Was soll ich tun? Gib ihm nicht nach. Tu es nicht. Mein Bewusstsein schwindet. Und jetzt steht das... Halt! Der Stein! Hier! Links blickt hinüber zu Kid. Seine Augen leuchten auf, während sein Griff um meinem Hals sich lockert. Habe ich es geschafft? Nachdem er mich fallen gelassen hat, eilt er zu Kid hinüber. Hier ist er, Links. Kid greift in ihre Tasche. Links tritt näher heran. Obwohl sie fast keine Kraft mehr hat, schafft Kid es, ihr Messer hervorzuziehen und das Kräfte gegen Links zu schwingen. Ja, Mann! Plötzlich schreiend weicht Links zurück, wobei er sein übel zugerichtetes Gesicht mit den Händen bedeckt. Blut beginnt zwischen seinen Fingern hervorzusickern. Du! Links kommt taumelnd auf die Füße, wobei er seine rechte Hand auf die Wunde behält. Ich werde viel Spaß dabei haben, euch alle zu umzubringen. Mit aller Kraft, die sie aufbringen kann, tritt Kid nach Links und fegt ihn von den Füßen. Ha! Blutspuckend hustet Kid ein wenig, aber ein Lächeln schafft es trotzdem, ihre Qual zu überwinden. Kid! Ich renne zu ihr rüber, wobei ich mich immer noch den brennenden Griff um meinen Hals fühle. Links wendet sich zu Kid und starrt sie mit einem kalten, bösen Blick an. Kind, du sollst noch bald genug um den Tod betten. Jede Art von Schmerz sollst du erleiden. Bereite dich darauf vor, Luca Gesellschaft zu leisten, du Hurensohn. Ey, Luca war so geil bei Chronotrigger. Als ihr es hört, öffnet Kid langsam ihre Augen und blickt Links an. Ein glühend roter Ausdruck brennt in ihren Augen. Langsam steht sie auf. Plötzlich schießt ein schimmerndes Licht aus der gebrochenen Flamme hervor. Plötzlich bricht ein goldenes Licht aus Kids Brust hervor. Während sie um sie wirbelt, steigt das Licht auf und dehnt sich zu einer glänzenden Spirale aus. Was ist das? Keucht Links. Kids Stimme ruft tief aus dem Inneren des Lichtschauers heraus. Du wirst nicht gewinnen, Links. Sie zittert, während aus ihren Augen rote Tränen strömen. Und dann ist eine einzelne Stimme zu hören. Es ist eine dunkle, tiefgründige Stimme, die Stimme von unbestreitbarer Aufrichtigkeit und Wahrheit. Vor langer Zeit, in einem weit entfernten Königreich, lebte ein Mädchen. Wegen ihrer Macht verging das Königreich und es zerbrach unter seinem eigenen Gewicht. Viele wurden dem Zeitstrudel
der dabei entstand, verschlung, sodass man niemals mehr von ihnen hörte. Nicht das Mädchen, sie lebte weiter um einen Verdammt! Da sie das, was sie getan hat, hasste und sie und sich dem, was sie gesagt hat und gehört hatte, verschloss, war es für sie ein Fluch, einfach weiterzuleben. Ach, was ein Text, das einfach so weitergeht. Aber der Stein hatte andere Pläne mit ihr. Indem er die Zeiger ihrer Uhr zurückdrehte und ihre Erinnerung auslöschte, gewährte er ihr eine weitere Chance. Da sich der kostbare Stein in ihrem Besitz befand, trug sie dessen gesamten Willen und Macht bei sich. Okay. Und so wurde sie in diesem Zeitalter geboren, wo sie als einfaches Kind in die Wirklichkeit zurückkehrte. Okay. Und damit sinken die Fragmente des erbrochenen Chronotrügers sanft zu Boden. Die Höhle vor uns löst sich langsam auf. Sie bewegt sich nach innen und außen wie ein Riss in die Wirklichkeit, bis wir uns komplett aus ihrer Existenz gelöst haben. Die Stimme eines einzelnen Mädchens hallt in der Dunkelheit hervor. Aber, bitte, diese dunkle Energie macht, dass sie aufhört. Was kommt denn jetzt? WTF? Allen Sinn für Realität und Gegenwart verlieren werde ich von diesem Ort verschlungen und treibe ziellos durch die Zeitalter. Die Welt zerfließt, die Zeit löst sich auf und Menschen leben und sterben. Ich kann das alles in diesem mysteriösen Ozean sehen. Der Ursprung der Zeit. Jeder Abschnitt des Lebens befindet sich hier. Ich kann mich selbst als Baby, das an der Seite seiner Mutter weint, woraufhin sie ihm ein warmes, stolzes Lächeln schenkt, sehen. Ich kann mich als sanft lächelnden alten Mann, der weiß, dass der Tod bald kommen wird, sehen. Unendlich viele Versionen meiner selbst breiten sich in diesem endlosen Zeitkorridor aus. Überall, wo ich hinblicke, sehe ich ein anderes Leben, ein anderes Zeitalter. In dieser offenbarten Existenz sehe ich zahllose Leben und zahllose Träume. Während ich in der Ewigkeit ruhe, ruft eine freundliche Stimme nach mir. Ein einzelnes Lied. Kit! Kit! Kannst du meine Stimme hören? Kit! Antwortet mir, Kit, bitte! Wer ruft da meinen Namen? Serge? Wo sind wir? Kit, du bist hier. Dieses Lied, dieses wunderschöne Lied, es war Lukas Lieblingslied. Kit lächelt samt und schließt ihre Augen. Ich kann sehen, dass sie nicht an... Was mit dem Lied los? Dass sie nicht anders kann, als einige Tränen über diese lang verlorene Erinnerung zu vergießen. Dieses Lied
ist eigentlich ein Stück, das ich früher komponiert habe, als ich noch ein Musiker war. Kid scheint es zu mögen. Du hast nach mir gerufen, Sesh. Du hast meinen Namen gerufen. Danke. Du wirst mich nicht verlassen, oder? Ich bin für dich da, Kid. Jetzt gibt alles einen Sinn. Ich weiß, wer ich bin, Serge. Ich weiß, wozu ich hier bin. Lass uns jetzt zurückkehren, okay? Ich bin bereit. Oh. Links hat Kid an den Brunnen genagelt. Und jetzt wirst du deinen Tod empfangen. Was soll ich tun? Kid beschützen. Links wird durch mich hindurch müssen, wenn er an Kid herankommen will. Oben muss ich euch beide auf einmal von einem Island erlösen. Links hebt seinen Säbel über den Kopf und breitet sich darauf vor, ihn zu stoßen. Ich würde das nicht tun, wenn ich ihr wäre. Ich drehe schnell meinen Kopf, um in die Richtung der Stimme zu blicken. Sie? Wer ist denn jetzt da? Dort steht unter einer großen Kapuze der alte Frau von vorhin. So, Fera. Sieht so aus, als hätte Por seine Finger doch noch nicht aus der Sache raushalten können, sagt Links gepresst. Schön, euch wiederzusehen, Meister Links. Ihr scheint schon bessere Tage gesehen zu haben. Wer ist Fera? Die alte Dame. Sie gehört zu Por? Die gefrorene Flamme werden wir jetzt in unsere Obhut nehmen. Es scheint, als könntet ihr euch nicht einigen, wer der rechtmäßige Eigentümer sein soll. Die alte Dame gibt ein kleines Zeichen und Dutzend von bewaffneten Soldaten stürmen hinterher hervor, um die Höhle abzuriegeln. Ich werde das nicht vergessen, Vera, schreit Links, während er sich in die Luft erhebt. Hasserfeld wendet sich Links Blick um uns zu. Und ihr werdet den Tod von meinen Händen empfangen. Nachdem er das gesagt hat, löst sich Links in die Luft auf. Die Soldaten binden magielos und beginnen auf uns zuzukommen. Die alte Frau blickt uns unter ihren Kapuze hervor. Ich glaube, ihr alle solltet mit uns kommen. Als ich mich umblicke, bemerke ich, dass die bewaffneten Soldaten um uns herum ausgeschwärmt sind und ihre Waffen bereithalten. Als er das sieht, erhebt Magi seine Hände in die Luft und ruft eine Beschwörung. Dunkelheit, umhülle uns auf meinen Befehl. Plötzlich verlöscht jegliches Licht in der Höhle, jetzt oder nie. Schnell, Search! Ich halte mich an Magi, der Kid trägt, fest zusammen. Fest zusammen fliehen wir aus der Höhle, um in der Dunkelheit zu verschwinden. Boah, meine Lesekunst ist so beschissen. So, sind wir jetzt rausgekommen, oder was? Geführt von Magi schaffen wir es, aus der Höhle zu entkommen. Zurück im Wald sehen wir hier und da die Fackeln der Suchtrupps, die hinter uns her sind. Ihre militärische Gebrüll ist bis zu uns zu hören, während sie uns immer näher kommen. Wir halten hinter einem Baum ein oder zwei Augenblicke an, um zu Atem zu kommen. Ich blicke hinunter zu Kid, die einiges einstecken musste. Geht's dir gut? Mann. Ja, Kumpel, ich bin in Ordnung. Wir sind komplett umzingelt, sagt Magie. Wir müssen uns auf den Weg machen. Als ich mich umblicke, sehe ich auf einmal überall Fackeln um uns herum, die beginnen auf uns zuzukommen. Kid hebt plötzlich ihren Kopf hoch. Geh, Serge, rette dich selbst, die Truppen sind nur hinter Magi und mir her. Wenn sie dich hier allein finden, werden sie dich gehen lassen. Wovon redest du? Ich kann euch jetzt nicht verlassen, nicht so. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es schaffe, Kumpel. Aber... Mach dir keine Sorgen, ich erinnere mich jetzt, Serge. Wer ich vor langer Zeit war, sagt sie mir mit einem Blick in die Nachthimmel. Wer war sie denn früher? Der Chrono Trigger? Hä? Als ich die Spiegelung von 100.000 Sternen in den Augen sah, kann ich nicht anders, als von ihrem einsamen, verlorenen Gesichtsausdruck ergriffen zu werden. Kid, mach dir keine Sorgen, ich bin in Ordnung. Ich werde dich wiedersehen, sagt sie mit einem Lächeln. Ich weiß, dass ich dich eines Tages wiedersehen werde. Ohne jeden Zweifel. Sie schließt sanft ihr Raum. Lukas Chronotrigger ging verloren. Wir konnten die gefrorene Flamme nicht einmal berühren. Aber das ist in Ordnung. Es ist alles okay. Weil heute Nacht in meinem Herzen ein strahlender neuer Schatz geboren wurde, Serge. Der allerwertvollste, unstillbare Schatz der gesamten Welt. Als ihm das gesagt hat, blickt Kid mich mit ihren Augen an. Mit diesen kühnen, offenen, ehrlichen Augen.
zu wissen, wer ich bin. Das ist wichtiger als all das. Wichtiger als links. Wichtiger als die gefrorene Flamme. Und nichts kann mir das wegnehmen, solange ich lebe. In diesem Moment, als ich ihr unter dem sternenklaren Nachthimmel zuhöre, bemerke ich, dass sie nichts mehr will, als jetzt mit dir hier zu sein. Während ich in ihren Augen blicke, wünschte ich nur, die Zeit könnte in genau diesem Moment stehen bleiben. Leb wohl, Serge. Danke. Und mit diesen Worten wendet mir Kit ihren Rücken zu und verschwindet in der Dunkelheit. Kit! Folgt mir nicht, bitte! Folgt mir nicht! Außerstande, meine Gefühle zu kontrollieren, beginne ich, hinterher zu stürmen. Jedoch blockiert plötzlich ein Schatten meinen Weg. Es ist Magier. Er schüttelt langsam mit einem traurigen Ausdruck in den Augen den Kopf. Damit zieht seine schattenhafte Gestalt zurück und verschmilzt mit der Dunkelheit. Magier! Kit! 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 Wenn jetzt steht, in so starb ich oder so, dann kannst mich mal spielen, ganz ehrlich. Und so senkt sich der Vorhang über eine weitere Geschichte. Jedoch, zu einer anderen Zeit, nachdem sich das Rampenlicht von Kit, Margin und Hülle gelöst hat. Einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit, kam eine ähnliche Gruppe von Abenteurern zusammen, gleichermaßen unwissend um die anderen Versionen ihrer selbst. Und das Leben ging weiter, als sie in das große Unbekannte aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Fürs Erste sollte ich meinen Stift niederlegen. Das ist eine andere Version von Kon. Das spielt alles in anderen Dimensionen. Als ich samt das Tagebuch meines Großvaters schließe, höre ich, wie meine Mutter von unten ruft. Hast du mich nicht gehört? Deine Freundin ist da. Ich drehe mich um, bereits zu wissen, wer es ist. Meine Tür wird ziemlich energisch geöffnet, sodass ich in ein seltsames, vertrautes, junges Mädchen hereinplatzen sehen kann. Serge, wir haben heute die Ruinen nach der alten Villa im nördlichen Kitsune-Wald gefunden. Komm schon, lass sie uns erkunden gehen. Das spielt in einer ganz anderen Dimension. Und Chrono Cross ist eine andere Version, was passiert ist. Jetzt verstehe ich. Und so beendet, so ist das Spiel jetzt zu Ende. Boah, dieses Spiel hat viel von mir verlangt. Sehr viel lesen und, was ich vergessen habe zu sagen, sehr viel lesen. Ja, ich musste sehr viel lesen hier. Mann. Aber jetzt kann ich auch einiges verstehen. Chrono Cross ist nicht der direkte Nachfolger, kann man nicht so sagen, weil das Spiel zeigt noch ein bisschen Hintergrundinformationen, wer Kid ist und so alles Möglichen. Und Serge sieht irgendwie aus wie ein kleiner Vivi. Ich weiß nicht, mit der Kapuze und der Kleidung da. Magil sieht immer so aus wie bei Chrono Cross. Oder wie er mit Chrono Cross heißt, Geil. Oder Gil oder wie der heißt da. Mann. Also Kid ist also die Atoti-Tochter, also bei Chrono Trigger DS, den Secret Ending, sieht man ja, dass Luca ein Baby aufnimmt. Und das Baby ist ist Kid. Und das hat man jetzt bestätigt bekommen, als Kid gesagt hat, wie meine große Schwester Luca getötet hat. Und so passt es ja. Also Kid wurde von Luca aufgezogen und der Chrono Trigger ist von Chrono, will ich mal denken. Oder irre ich mich da? Das mit der gefrorenen Flamme verstehe ich immer noch nicht. Was soll die da sein? Die kam nicht meine Chrono Trigger vor. Und das hier ist ein anderes Szenario. Wie dir gesagt, es gibt andere Dimensionen, ja. Das hier spielt in einer anderen Dimension, wo sie keinen von denen getroffen haben. Wo Serge einfach so ein normaler Kerl ist, wo Kid getroffen hat und alles Mögliche. Und Chrono Cross ist eine andere Version. Da treffen sich andere Freunde, gibt es noch mehr Informationen dazu und alles Mögliche.
Achso, so ist die Verbindung. Also nach dem Spiel kommt Chrono Cross. Okay, so ist die Verbindung. Ich bin der erste Let's Player, der dieses Spiel auf Deutsch Let's Played hat, weil ich habe bisher nachgesehen, das gibt's nur auf Englisch. Also mit englischen Text und... Wenn es englische Text wäre, boah, das Lesen... Ich hätte locker mehr Parts gebaut, locker mehr, so 30, 40 Parts. Jedes Übersetzen. Naja, wenigstens habe ich dieses Projekt auch fertig. Es soll ja auch Secrets, es gibt auch verschiedene Endings, aber... Nee, ich habe nicht so die Lust jetzt, die ganzen Endings hier zu suchen. Ich muss dann jedes Mal die ganzen Dinge nochmal machen. Und ich bin nicht lebensmüde und ich habe auch keine Lust mehr so. Ich habe die Hauptstory jetzt fertig bekommen, so das war jetzt die Hauptstory. Und die anderen Endings, das sind sowieso Alternativ-Endings, die nichts zur Story zu beitragen. Sind das eigentlich ein großer Flügel, sind das Flamingos oder was? Okay. Finn, das hätten sie echt auch auf Deutsch machen können, oder? Was kommt jetzt? Ich habe gerade das erste Ending durchgestaltet. Kid, der Wurf bot mir einen Schatz.